Also als nächstes haben wir den Schlussevent mit Rix und Rufus. Und wir fangen da bitte an. Und jetzt. Laut. Lauter. Lauter. Jawohl, jawohl, jawohl. Ja. Jawohl! Kaufmann? Ich hab euch alle lieb! Die Rakete, macht hin! Eure Bühne, Rix und Rufus! Ich wollte schon immer mal von einer Laola-Welle angekündigt werden. Ist gut, wa? Ja, diese Hi, Veranstaltung. Erstmal, ne? Hallo, ihr alle. Ist jetzt rum. Hat's euch denn gefallen? Ja, gut, brauchen wir dann eigentlich noch was sagen oder nehmen wir das einfach als Schlusswort? Ich meine, wir könnten noch was zum Abbau sagen und dann... Und dann gehen wir einfach? Ist voll gut, ne? Oder? Ja, ja. Ist das super so? Oder? Na, wir können vielleicht noch kurz erzählen, was wir so gesehen haben und aufgefallen ist und was gut war. Ja, und die Heralde sind bestimmt ein bisschen beleidigt, wenn wir jetzt einfach wieder runtergehen, oder? Ich nehme es an, das okay. Kommt nicht so. Ja, ich weiß nicht, wie es euch so im Detail ging, aber ich fand diesen Kongress nicht nur total super, sondern auch total entspannt. Ja, es war stellenweise immer wieder sehr, sehr ruhig. Also jedenfalls für 16.000 Leute. Ja, eben. Also das muss man sich ja mal vorstellen. Ne? Also wenn ich das gerade so ein bisschen mit dem letzten Jahr vergleiche, wo es ja ein Riesengewusel war, war es dieses Jahr eigentlich auch ein Riesengewusel, aber man hat immer wieder schöne kleine Ecken finden können, wo es ruhig war, wo es entspannt war, wo man sich einfach auch mal hinsetzen konnte und das Gewusel dann so vorbeiziehen lassen konnte und sich das dann einfach anschauen konnte. Wirkte auch nicht so irre laut, oder? Also dafür, dass diese Hackcenter doch ganz schön groß sind, läufst du in so eine Halle, merkst schon, da sind Leute drin, aber es entspannt sich alles. Ja. War schön. Und hat halt auch geil Eindruck gemacht. Also die Deko war großartig. Schallschluckend ist das Zauberwort. Ja, schallschluckend, aber auch einfach super schön anzusehen. Also was ihr als Assemblies da mitgebracht habt, war einfach wow. Ich meine, dieser Hafen. Wir hatten einen Hafen. Diese Domstadt. Ja, auch die. Wir hatten diesen ganzen Marktplatz, der die ganze Halle zusammengebracht hat und ein paar Satelliten dazu. Und das hängt da halt im Weg und wenn du es wahrnimmst, ist schön und wenn du dran vorbeiläufst, dann ist es halt trotzdem da. Ist großartig. Und ich habe mich gerade in der Halle 2 auch wie auf so einem Marktplatz gefühlt eigentlich. Ich bin da durchgelaufen und überall gab es was Interessantes zum Gucken. Und ich bin ja auch ein Fan von den kleinen Dingen. Ne? Also ich laufe irgendwo lang und dann springt mir was ins Auge, was man erst auf den zweiten Blick sieht. Und dann ist es aber total interessant. Ich weiß nicht, wer von euch zum Beispiel die vibrierende Rose gesehen hat. Die ist mir erst an Tag 3 abends aufgefallen. Stand ja auch inmitten von anderem Zeug, das einem einfach festhält. Also yeah. Die war relativ in der Nähe von dem laufenden Roboter. Das war ein ganz abgefahrenes Teil. Also den möchte ich auch ganz gerne so ein bisschen zum Symbolbild dieses Kongresses durch das Miteinander. Also das ist... Das ist ein total klasse Symbol für das Miteinander, das wir hier gerne fahren. Ich dachte am Anfang, als ich den gesehen habe, ja, das ist ein Roboter. Sieht also gut aus. Der ist schon ganz schick, ne? Aber jetzt auch nicht so hundertprozentig unerwartet, ne? Aber ich dachte, der kann bestimmt noch ein bisschen mehr. Und dann fing der irgendwann an zu laufen, da war ich schon beeindruckt. Aber
am coolsten daran fand ich eigentlich, dass der Mensch, der diesen Roboter mitgebracht hat, auf den Teppich, auf dem der lief, einfach draufgeschrieben hat, need new software, und darunter sämtliche bespielbaren Arduino-Ports, wie mit den einzelnen Beinen und dem Kopf und dem Schwanz und so. Und ich habe mich so gefreut, jeden Tag an diesem Roboter vorbeizukommen, weil jeden Tag jemand anderes da dran stand und den befrickelt hat und der jeden Tag was Neues konnte. Und den Kampf gegen den Teppich aufgenommen hat. Ja, der Kampf gegen den Teppich. Das Ding ist auch ganz schön beeindruckend. Ne? Ich lief da dran vorbei, als der da gerade so feststeckte in so einem Teppichloch. Und ich habe so ein bisschen versucht, dem da rauszuhelfen. Und immer so, diese Beine, die sehen halt schon so aus, als ob man die nicht direkt auf die Hand bekommen will. Ja, ich habe dann auch einmal versucht, den hochzuheben. Und genau in dem Moment hat er sich bewegt. Das war dann nicht so praktisch. Ist ein Biest, aber es ist echt super. Ich fand auch die Kidspace-Stadt, die fand ich beeindruckend. Ja, der Kidspace hat echt gezeigt, was an Deko geht. Der Kidspace hat auch gezeigt, was an spontanem Bauen geht. Also jedes Mal, wenn ich dran vorbeigelaufen bin, war dieser Turm noch höher und wurde trotzdem weiter von oben bespielt. War gut. Vielleicht auch zwischendurch nicht ganz ungefährlich. Na, sicherlich. Sicher. Ich fand auch cool, was die einzelnen Spaces so draus gemacht haben, was alle mitgebracht haben. Da habe ich auch relativ viele Überraschungen erlebt. Na, du gehst durch die Gegend und plötzlich gehst du durch so eine Tür und stehst offensichtlich in deinem linken Stadtteilzentrum, das 1:1 hierher verpflanzt wurde, inklusive Infoladen. Kann man machen. Ja, also es hat mich beeindruckt, definitiv. Schön fand ich auch, dass ich weiß nicht, wer von euch in dem Compiler war, dieser Fresswürfel zwischen CCL und Halle 2. Der hat ja ein Untergeschoss. Ja, genau, der hat ja so ein Untergeschoss, und teilweise habe ich von Leuten gehört, wie, da ist noch was, das habe ich gar nicht gesehen. Hätte man mal reingehen sollen. Jetzt ist leider, sollten wir eigentlich so nicht erzählen, ne? Ja. Jetzt ist zu spät, tut uns leid. Ja, da unten war zum Beispiel der Fußautomat drin. Ich weiß nicht, wer den gesehen hat. So ganz versteckt in einer Ecke war eine Kammer, schwarz abgehängt. Genau, mit so dickem Moltonstoff. Und man hat eigentlich überhaupt nicht gesehen, wie man da hinkommt. Beziehungsweise, also man hat schon gesehen, wie man da hinkommt, aber nicht, was da ist. Ja, sondern so es klebten Pfeile so Pfeile auf dem Boden. Genau. Und du gehst da rein und es ist komplett dunkel. Und da steht so ein menschgroßer Käfig in der Ecke. Und Der ganz unten nur beleuchtet ist, ne? Und darunter ein Loch, so ein fußgroßes Loch und ein Pfeil, der drauf zeigt. Und dann steht man da so ganz alleine und denkt, will ich da jetzt wirklich meinen Fuß reinstecken? Gab richtig Show, wenn es passiert ist. Ich glaube, mehr lasst ihr euch dann besser von anderen erzählen, weil sehr individuell auch. Ja, der hat auch jeden Tag was anderes gemacht. Richtig. Von daher. Ja, wenn man ansonsten um so eine Ecke ging, konnte es einem ja immer mal wieder passieren, dass man in eine Schlange reinlief. Meine Hypothese zu Schlangen auf dem Kongress ist ja, dass wir da eine konstante Anzahl brauchen. Denn dieses Jahr gab es ja, ich glaube, am zentralsten die Schlange am Stickertisch. Die gab es auch, glaube ich, dieses Jahr neu. Also ich habe vorher noch nie eine Schlange am Stickertisch gesehen. Es war mehr so ein Mob davor. Ja, gut. Und jetzt gab es halt diese sehr fein säuberlich gestaltete Schlange. Und ich glaube, die gab es nur, weil das POC dieses Jahr diese Self-Registration hatte. Ach, die und haben ihre Schlange wegoptimiert, dann musste sie ja irgendwo anders nochmal aufploppen. Und die Leute, ne? So, ja, wo stellen wir uns hin? Dann halt woanders. Ja, und aber wer das dann POC noch mehr wollte, ja, wer noch mehr wollte, der hat sich dann halt in der Demo hinten angestellt. Ja. Es wurde ja demonstrieren geübt, damit hier alle mal mitbekommen, wie das so geht. Und wer keine Schlange mehr zum Anstellen gefunden hat, der ist halt bei der Demo mitgelaufen. Kann man mal machen. Kann man mal machen. Demokultur ausprobieren in den eigenen vier Wänden quasi. Ja, as a service. Genau. Aber hast du davon gehört, dass das POC, da die jetzt ja keine Schlange mehr hatten und ja auch generell dadurch an diesem Helpdesk relativ wenig los war. Die hatten krass wenig zu tun, ne? Die haben Popcorn gemacht und verteilt. Warum nicht?
Aber die haben sich was ganz Cooles ausgedacht und vor allem haben sie darin auch Leute eingebunden, die zum ersten Mal auch Pockengel waren und haben sich gedacht, ja, wenn wir jetzt hier keine Schlange haben, dann deployen wir halt mal Deck in der Straßenbahn. Und haben sich so zwei Neuengel geschnappt, die halt Lust hatten, da mitzumachen und haben dann den Pockengel as a Service mit einem Pockrucksack ausgestattet, der sich dann mit einem Schild einfach in eine random Tram gesetzt hat und dieses Schild außen an die also von innen an die Scheibe gepappt hat, dass man dann außen lesen konnte: This tram now has decked. Und dann konnte man einfach in der Straßenbahn sein Deck verwenden. Und gab es nicht sogar Leute, die mega davon überrascht waren, weil sie zufällig in so einer Straßenbahn gesessen haben? Nee, schlimmer. Dran vorbeiliefen. Also, ist passiert, nicht? Man steht so im Kongress und denkt, boah, es ist Tag 4, ich brauche noch zum Beispiel Infos fürs Closing und rufe jemanden an und geht ran, aber ich höre nichts und kurz danach werde ich auf dem Telefon angerufen und das ist so, ja, ich bin gar nicht an der Messe, ich weiß gar nicht, warum mein Deck gerade geklingelt hat, was willst du eigentlich? Ja, generell, also auch bei den anderen Teams. Also lief nicht, es zu gut. Ja, genau. Also wir sind gestern Abend mal so eine Runde gelaufen, wie man das so macht, wenn man so ein Closing hält. Geht mal überall vorbei und geiert nach so ein bisschen Content. Und dann sind wir halt alle nacheinander mal abgelaufen. Und eigentlich haben so ziemlich alle Teams gesagt, ja, also so besondere Geschichten haben wir jetzt nicht. Total unkooperativ. Lief alles total super. Nee, interessante Geschichten. Nee, sorry. Aber das ist ja auch ganz geil, ne? Es lief alles dieses Jahr bei den Teams total super. Ihr habt es toll gemacht. Und ich kann auch so eine Runde eigentlich jedem mal empfehlen, weil auch wenn da vielleicht keine interessanten Geschichten fürs Closing rumkommen, mal bei jedem OC so vorbeizulaufen. Aber wir haben zum Beispiel auch erfahren, dass das NOC dieses Jahr der neue Single Point of Failure dieser Veranstaltung ist. Ja, jetzt wo auch das deckt und alles damit dranhängt, wenn das NOC irgendwie die Füße hochmacht, dann ist halt durch, nicht? Dann müssen wir miteinander reden oder so. Naja, eigentlich haben wir das ja im Opening schon angekündigt, dass die Leute miteinander reden sollen, aber... Wir mussten niemanden dazu zwingen. Das NOC war ansonsten total servicebereit, weil wir sagten ja schon, wir standen so ein bisschen im Zeichen der Schlange und wir hatten ja die extrem entspannte und gut organisierte Textilschlange, die einmal die Glashalle hin und zurück gemacht hat. Und dann riefen anscheinend Menschen beim NOC an, die in dieser Textilschlange verweilten und oder lebten und meldeten, dass das Internet gar nicht so performen würde. Dann hat das NOC da halt mal eben ein paar Access Points aufgehängt. Danke, für die Textilschlange. Ja, ansonsten, beim Himmel waren wir auch. Die haben gesagt, ja... Nee, bei uns war irgendwie nichts los. Also ich kann euch jetzt die Engelzahlen geben, haben sie dann gemacht. 4097 registrierte und auf der Veranstaltung anwesende Engel gab es zum Zeitpunkt gestern Abend. Total beeindruckend. Über 4000 Engel. Was ich daran ja besonders cool finde, also ich gehöre ja auch zu den Leuten, die ein bisschen früher hier sind und viel beim Aufbau dieser Veranstaltung machen, ist, dass 1800 von diesen Engeln schon an Tag 0 da gewesen sind. Also eigentlich einen Tag, bevor die Veranstaltung überhaupt beginnt und sehr viel Zeit und Kraft da rein investiert haben, dieses Event fertig mit aufzubauen. Ja. Auch an Tag 0, ja, an Tag 0, wo diese 1800 Engel offensichtlich schon irgendwie im Gebäude waren, haben wir ja so die Kasse aufgemacht und die Leute kamen und das war alles sehr entspannt und die liefen da so durch, bekamen ihre
Bändchen, stellten fest, dass die total schick aussehen, wussten noch nicht, was da dann über die nächsten 4 Tage an ihrem Handgelenk noch auf sie zukommt in Sachen Kratzen. Und nach einer Weile guckten wir so ins System und es sagte, 1000 Leute sind gerade im Gebäude mit Bändchen. Und wir dachten, boah, 1000 Leute. Was eine Hausnummer. Richtig ordentlich. Und das System so, na, 1000 Leute, das sind so 6%. Und wir so, ups, na gut, dann haben wir wohl noch was vor uns. Ja, aber gab es bei der Kasse eigentlich Schlangen? Ja, wir hatten Schlange. Die bildete sich dann immer, wenn so eine S-Bahn oder zwei hintereinander aufschlugen und so sich voller Nerds entleerten und die dann so ankamen. Und dann bildete sich eine Schlange, die hat so den ganzen Vorraum mit viel Zickzack aufgefüllt und war dann innerhalb von 7 oder so Minuten immer direkt wieder weg. Ja. Soll man mit Zahlen weitermachen? Oder? Ja, lass uns Zahlen machen. Wir haben ja gesagt, wir machen gar nicht so viele Zahlen, weil das Infrastructure Review hat davon ja eigentlich genug. Und bessere. Und ja, genau. Und vor allem meistens auch sehr viel witziger. Aber wir haben zumindest beim Bock, also beim Bar, Bottles, Beverage, Bottles, was weiß ich, Operation Center, mal eigentlich nach dem Mateverbrauch gefragt. Das darf ja nicht fehlen. Das hat sich gelohnt. Wir haben mal nur die größten Koffein-Provider zusammengezählt. Also Rix und Rufus bedienen gemeinsam einen Taschenrechner. Ja, es war amüsant und kompetent. Genau. Wir haben da Club Flora und Premium Cola zusammengezählt und kamen auf 6,5 Kilo Koffein. Also ich fand diese Zahl... Ich fand diese Zahl ja gar nicht so beeindruckend, muss ich sagen. Das ist ganz viel weißes Pulver. Ja, ja, aber 6,5 Kilo, Sack Zementsiege wiegt mehr. Ne? Aber dann haben wir das mal so ein bisschen interpretiert, weil Statistik wird ja immer dann erst witzig, wenn man sie ein bisschen in Kontext setzt. Und wir dachten, naja, gut, Koffein ist ja nur in kleinen bis mittleren Mengen gut bis okay für die Gesundheit, wird dann aber irgendwann giftig. Was wäre denn passiert, wenn man das konzentriert zugeführt hätte? Und im Endeffekt haben wir dadurch ausgerechnet, dass die verbrauchte Menge an Koffein, also nur in Softdrinks, nicht in Kaffee, dafür gereicht hätte, um, weil anscheinend gibt es da auch unterschiedliche Werte, entweder 1700 oder 1600? 1695 männliche Hacker oder knapp unter 1000 weibliche Hacker. Hätten umbringen können. Hätten. Uns ist ja aber allen nichts passiert und wir hatten unter anderem das großartige Zert, das übrigens auch gesagt hat, was? Geschichten? Nö, niemand ist umgefallen, also umgefallen schon, aber nicht tot umgefallen. Gott sei Dank, Koffeinüberdosis muss man dazu mal sagen. Ne? Wir sind alle froh, dass ihr nicht tot umfallt. Bitte versteht uns da nicht falsch. Und das Zert hat so ein bisschen erzählt, sie sind ja hier immer Runden gelaufen, ihr habt sicher viele Zertengel auf ihren Runden gesehen. Die haben, glaube ich, auch am meisten von dieser Veranstaltung mitbekommen dadurch. Die haben jede Menge Kinder eingesammelt, die irgendwie doch etwas verloren und hilflos in der Gegend rumstanden, haben die wieder den dazu passenden Erwachsenen zugeführt. Wir sollen auch ausrichten, sie haben keine mehr übrig. Und dass trotzdem sie eine ausgebildete Hebamme auch vor Ort hatten, sei kein neues dazugekommen. Vielleicht ja nächstes Mal. Ja, was gab's sonst so? Es gab die Post. Hast du die Post mitbekommen? Nee, also nein, ich habe mitbekommen, dass es die Post gibt. Na, standen Briefkästen. Ja, ja, genau. Hi, na? Wenn man vom Teufel spricht. Hallo Post. Oh Gott. Dankeschön. Dankeschön. Wie ich dir gerade erklären wollte, man konnte Postkarten oder Briefe an Menschen schicken, aber die Erklärung hat sich jetzt etwas erübrigt. Herr Rix, Ihre Bestellung? Ja, man konnte auch weiter bestellen. Wir werden hier etwas vorgeführt, glaube ich.
Ja, ich glaube, ich weiß dazu eigentlich nichts mehr zu sagen als Prost. Genau, also die Post war total cool, nicht? Postkarten einwerfen, abschicken, möglichst irgendwie hilfreich adressieren an eine Assembly mit einer Decknummer. Und Leute, die dann irgendwie zu wenig zu tun hatten und auf der Suche waren nach Sidequests, haben die dann ausgetragen. Unsere eigenen Briefträger. War super. Wir können uns mal gerade angucken, was wir hier eigentlich bekommen haben. Erzähl mal. Turix. Na toll. Du kriegst Schokolade, ich nicht. Super. Du kannst die restlichen Briefe haben, ist in Ordnung. Bitte? Du kannst die restlichen Briefe haben, ist in Ordnung. Was haben wir denn? Aber der hier ist an uns beide adressiert. Ja, also wir haben, glaube ich, vier. Wir müssen, glaube ich, nicht alle vorlesen. Liebe alle, sehr schön war's. Vielen Dank. Das geht an euch, ja? Hier, liebe alle. Bis 36C3. Kannst du es lesen? Das ist natürlich auch immer die Gefahr, ne? Wenn Menschen plötzlich entdecken, dass man auch so ganz analog Briefe herstellen kann, ohne sie auszudrucken. Naja, also der hier ist einfach. Da steht, es war sehr schön. Es hat mich sehr gefreut. Und mit einem wunderbaren, sehr schönen Schriftstempel. Geil. Wer nicht schreiben kann, stempelt. Also ich muss sagen, so ein bisschen fasst das auch mein Gemütszustand an Tag 4 zusammen. Sehr schöne Schrift oder das mit dem S war sehr schön. Wer nicht mehr schreiben kann, der stempelt. Ja, was hatten wir ansonsten? Wir hatten den Späti. Der Späti war einer der zentralen Briefkästen. Der Späti hat dem 35C3 endlich den Punk gebracht, Leute. Also ja, ist Punkrock. Definitiv. Also ihr habt euch ja sogar einen Platz geteilt quasi. Mit der Kasse wart ihr ja auch quasi in der Glashalle. Die Beschallung war wunderbar. Ohne wäre die Kasse nicht annähernd so geil gewesen. Danke, lieber Späti. Sag mal, du warst doch auch auf dem Junghackertag, oder? Ich war auch auf dem Junghackertag, richtig. Am 28. war Junghackertag. Das ist Tag 2 für die von euch, die schon in Kongress denken oder noch. Da hatten wir spontan nochmal so um die 350 oder so zusätzliche Menschen im Gebäude, die zum Junghackertag kamen, und dann haben da noch ganz viele mitgemacht, die eh schon da waren. Da wurde von ganz vielen Assemblies und tollen Helfenden eine riesige Auswahl an Workshops angeboten. Das fing bei den üblichen Lötworkshops an und endete bei einem Nudelhack-Workshop und dabei, dass einfach ganz viele Assemblies sich eingetragen haben und für die Junghackenden da waren. Also zum Beispiel schlugen dann einen Haufen Kinder bei der Lockpicking-Assembly auf, wie man sich sicher vorstellen kann, und haben da ihre ersten Schlösser geöffnet. Danke an alle, die diesen Junghacker-Tag möglich gemacht haben, weil das war echt großartig. Ja, jetzt ist so langsam in den letzten Zügen. Also, nehmt ihr denn schöne Erinnerungen mit? Ich auf jeden Fall. Jetzt bleibt eigentlich nur noch der Abbau. Ja, genau, der Abbau. Stimmt, das müssen wir ja auch noch machen. Ha, dieses Gebäude wird ja in mehreren Wochen liebevoll eingeräumt von ganz, ganz vielen verschiedenen Teams, Assemblies, Deko-Crews, Bau-Crews. Und dafür haben wir dann beim Aufbau immer super viel Zeit. Und der Abbau sollte dann am besten quasi an einem Tag passieren. Naja, es wäre total klasse, wenn ihr alle hier sitzt, euch auch noch so ein bisschen am Abbau beteiligt, weil mehr Hände, mehr gut. Und am besten beginnt ihr dann damit, dass ihr eure eigene Assembly mit abbaut, weil die wirklich als erstes verschwinden muss. Und ihr auch wisst, was da wohin kommt. Ja, genau, da könnt ihr einfach das einpacken, was euch ist. Wenn ihr dann aber noch Bock habt, weiter mit abzubauen, dann wendet euch gerne an den Himmel. Auch wenn ihr keine registrierten Engel seid, ihr könnt trotzdem gerne da hingehen und sagen, ihr habt Bock, ein paar Stunden mit abzubauen, fragt nach Aufgaben, da werdet ihr dann verteilt. Bitte fangt nicht an, eigenmächtig und selber Bütex und Deko-Elemente zurückzubauen. Auch wenn das nicht unbedingt danach aussieht, da haben wir ein System dahinter.
Wir haben einen Plan. Ja, ja, genau. Genau, wendet euch einfach an den Himmel und dann schieben die euch dahin, wo ihr hin sollt. Und bleibt auch ansonsten, wenn ihr Bock habt, gerne noch länger und bleibt die nächsten paar Tage und helft die nächsten paar Tage mit abbauen. Da werden auch immer wieder helfende Hände gesucht. Ja. Ansonsten können wir euch nur noch viel Spaß wünschen. Ja. Habt ein großartiges Jahr. Habt eine gute Heimreise. Und wenn ihr auf dieser Heimreise dann noch Talks anseht, die ja das VOG in großartiger Geschwindigkeit und Qualität wieder bereitgestellt habt, dann denkt daran, ja, danke an das VOG. Dann denkt doch bitte daran, dass die Vortragenden sich auch total freuen, wenn ihr ihnen sagt, was euch gefallen hat, was eure Eindrücke waren und so. Und ihr könnt da im Fahrplan, ist das verlinkt und in den meisten Apps auch tatsächlich, könnt ihr direkt Feedback geben. Bitte nutzt die Gelegenheit einfach, denn die Vortragenden können nicht in eure Köpfe gucken und wir können euch hier aus erster Hand erzählen. Das ist ein bisschen schräges Gefühl, vor mehreren tausend Leuten zu reden und dann einfach von der Bühne runterzugehen und sich dann zu denken, tja, und jetzt? Also nutzt bitte diese Feedback-Funktion und ja, ich glaube, gute Heimreise haben wir gesagt. Ja, nehmt schöne Erinnerungen mit. Wir haben hier das Ende der Stickerschlange und das Ende des ganzen Kongresses. Habt eine schöne Heimreise.